Jugendbook-Klasse. Vorbereitungszeit. 10 Minuten. Zubereitungszeit. 15 Minuten. Für 6 Personen. 2 Becher Mehl. 2-1-2 gestrichene TL-Backpulver. 1 EL Petersilie, gehackt reichlich schwarzer Pfeffer 180 bis 190 ml Milch oder Wasser. Ein Mehl und Backpulver in einer Schüssel mischen. Petersilie und Pfeffer zugeben. So viel Milch oder Wasser beimengen, dass ein geschmeidiger, aber vom Löffel fallender Teig entsteht. Mit bemehlten Händen Klötze formen. Klötze etwa 15 Minuten vor Ablauf der Kochzeit auf den Eintopf legen. 2 zugedeckt gar ziehen lassen. Rolle. Vorbereitungszeit, 20 Minuten. Zubereitungszeit, 2 Stunden. Für 4 Personen. 750 Gramm Rindfleisch, Schorle et P oder Grat, gewürfelt. 2 IL Mehl. Pfeffer. 2 IL Öl. 250 Milliliter Rotwein. Ein Lorbeerblatt. 1 TL frischer Thymian. Eine Knoblauchzehe, zerdrückt. 2 IL Tomatenmark. 1 TL Wacholderbeeren, falls erwünscht. 12 kleine Zwiebeln. 2 Möhren, in Scheiben. 1 Sellerieknolle, in Scheiben einer Lauchstange, in Stücken. 1 Fleischwürfel in Mehl und Pfeffer gründlich wenden. Im heißen Ölen. 1 Pfanne bräunen. In einer ofenfeste Kasserolle füllen. 2 Wein in die Pfanne geben, dabei Fleisch und Mehlkrusten vom Boden der Pfanne schaben und unterrühren. Lorbeerblatt, Thymian, Knoblauch, Tomatenmark und nach Belieben Wacholderbeeren zugeben und vermengen. Soße über das Fleisch gießen. Kasserolle zugedeckt in die Backröhre schieben. 1 Stunde bei 180 Grad Celsius schmoren lassen. 3 Zwiebeln, Möhren und Sellerie zur Kasserolle geben. Weitere 30 Minuten backen. Lauch zufügen. Weitere 20 bis 30 Minuten im Ofen schmoren, bis das Fleisch mürbe ist. Mit Pflaumenglasur. Vorbereitungszeit, 10 Minuten. Zubereitungszeit. 1 Stunde und 40 Minuten für 6 Personen. 1,5 Kilogramm gepökeltes Roastbeef, 1 EL brauner Zucker, 1 EL Essig, eine Knoblauchzehe, in Scheibchen, eine Zwiebel, mit 4 Nelken gespickt, 4 Pfefferkörner, ein Kräutersträußchen, ein Lorbeerblatt, Thymian und Petersilienzweige. 4 Möhren. 4 kleine Zwiebeln, geschält 4 Kartoffeln. 4 mittelgroße Pastinaken. Ein Becher Pflaumenkompott aus dem Glas. 1 TL Honig. 1 TL Orangensaft. 1 Roastbeef mit Zucker, Essig, Knoblauch, der Nelkenzwiebel, Pfefferkörnern und Kräutersträußchen in einen schweren Topf geben. Mit Wasser bedecken. Zum Kochen bringen, Deckel auflegen und 40 Minuten simmern kochen. Möhren, Zwiebeln, Kartoffeln und Pastinaken zufügen. Etwa eine Stunde simmern lassen, bis das Fleisch zart durchgegart ist. Gemüse herausnehmen, abtropfen lassen und warm halten. Pastinaken. Vorbereitungszeit, 3 Stunden. Zubereitungszeit, 1-1-4 Stunden. Für 8 Personen.
Fleisch von Hinterschlegel und Rücken zweier Kaninchen, fein gehackt oder in Fleischwolf haschiert und einige Stunden in 60 bis 70 ml Weinbrand mariniert. Zwei Kaninchen oder Hühnerlebern, fein gehackt 500 Gramm durchwachsener Schweinebauch, gehackt eine weiße Zwiebel, fein gehackt, in 1 Ml Butter. Angebraten. 125 Gramm Champignons. Gehackt. 1 TL frischer Rosmarin. Gehackt. 1 TL frische Petersilie. Gehackt. 125 ml Weißwein. Pfeffer. 1-2 TL Muskat, gemahlen. 2 EL Sahne. 6 Scheiben Frühstücks. Speck, ohne Schwarte. 2 Lorbeerblätter. 1 in einer Schüssel alle Zutaten außer Speck und Lorbeer mischen. Eine ofenfeste Terrine mit dem Speck so auslegen, dass die Enden der Speckscheiben über den Terrinenrand hängen. Fleischfarke einfüllen. 2 Lorbeerblätter auflegen. Speckscheiben zur Mitte klappen. Terrine auf einhalb mit Wasser gefülltes Backblech setzen. Bei 180 Grad Celsius im Ofen 1 bis 1,5 Stunden garen. Mit einem Spießchen testen, ob der Fleischsaft klar ist. Kalt mit Salat servieren.